Ein Knoten zum Verschnüren von Bündeln, Rollen oder Ähnliches oder Ähnlichem ist der Rollensteg Variante 1. In Ashleys Buch gibt es zwei davon. Wie gesagt, das ist die Nummer 1. Man kann ihn ebenso gut verwenden, um eine Leine an einem Fixpunkt sicher zu befestigen. Der Rollensteg Variante 1. Unser Fixpunkt. Das Arbeitsende turnen wir um den Gegenstand. Im zweiten Schritt wird das Arbeitsende zweimal um die stehende Part geturnt. Einmal, zweimal. Dann wird das Arbeitsende unter diese Part geführt. Und von oben über diese, unter diese, also hier durchstecken. Dann holen wir den Knoten dicht. Man sieht schon, es ist eine Schlinge. Und wir haben unseren Rollensteg Variante 1.